Weiter geht's mit der Ferienbetreuung im Mehrgenerationenhaus. Zusammen mit allen Betreuern und Helfern gibt es jeden Tag das gemeinsame Mittagessen. Bei 40 Jungs und Mädels wird natürlich auch eine gewisse Anzahl an Ehrenamtlichen benötigt. Also ich habe auch ein Riesenteam im Moment an Gruppenleitern, das besteht aus verschiedenen FSJlern, der Verbandsgemeinde, Bundesfreiwilligendienstler, Praktikanten, und von daher haben wir da auch von der Aufsichtspflicht her sind wir abgedeckt, also ganz viele Helfer. Wie dankbar sind euch die Eltern für dieses tolle Ferienangebot? Sehr dankbar, sehr dankbar. Also am liebsten sollten wir 6 Wochen anbieten in der Sommerferie, weil wer hat schon, 12 Wochen Ferien im Jahr, hat kein Mensch. Und von daher ist die Nachfrage natürlich groß und sie wird immer größer. Wenn man bedenkt, dass außer der Grundschule in Ramstein auch die in Hütschehause Spesbach hat eine Ganztagsschule oder eine Betreuung in Stein. Wenden die, und da eben nur diese 35 Plätze ist für die Verbandsgemeinde schon recht wenig, beziehungsweise diese 40, die wir jetzt anbieten. Und von daher denke ich, sind da schon einige Eltern drauf und dran, da nochmal was Neues in Bewegung zu setzen, aber da muss man halt mal sprechen mit der Verbandsgemeinde, mit den Verantwortlichen, inwieweit man da ein bisschen mehr stemmen könnten. Schauen wir mal optimistisch in die Zukunft. Als nächstes besucht dich die großen Pokémon-Fans bei ihrer malerischen Arbeit. Pokémons, wo man nur hinschaut, richtig hin und weg die kleinen Künstlerinnen und Künstler von diesen Figuren. Also wir haben ganz viele verschiedene Pokémons gemalt, zum Beispiel Evolis, Pingus, Aquanas. Du liebe Zeit, diese vielen Namen kann ich mir gar nicht alle merken. Während der Feinschliff angelegt wird, habe ich mich mal erkundigt, wie denn so ein Tag überhaupt aussieht. Also morgens spielen wir bis um 9, dann sammeln wir uns, dann werden unsere Namensschilder vorgelesen, dann wird gesagt, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Nils, wo willst du hin? Dann sagt er Outdoor Farbenform, dann hängt die Suse uns dahin. Und dann treffen wir uns an den Tischen, also bei unseren Betreuern. Dann gehen wir mit denen dorthin. Und dann machen wir jetzt zum Beispiel jetzt hier beim Robin und bei der Erika machen wir jetzt halt, gestern haben wir diese Bilder gemacht und heute machen wir Pokémons abzeichnen. Pokémons! Die nächste Kreativgruppe stellte Schlüsselanhänger und Girlanden aus Filz her. So allmählich verlasse ich euch wieder. Vorher hätte ich noch gerne eure Meinung, wie es denn euch gefallen hat. Gut! Ja, mir gefällt es hier im Mehrgenerationshaus sehr gut. Mir gefallen auch die Aktivitäten hier. Kann man sich so richtig austoben und kreativ sein. Die Betreuer sind hier alle richtig, richtig nett. Es gibt hier richtig coole Aktivitäten. Besonders Fabienne, Marc und Jan sind richtig geil. Und bringen uns immer zum Lachen. Ich finde es schade, dass der Marcel nicht mehr da war. Der war letzte Woche und vorletzte Woche noch da. Und da war es einfach auch richtig cool. Aber jetzt ist es auch ganz cool. Mit Hilfe einer speziellen Nadel wurden schöne kleine Sterne, Herzchen und Tiere aus Filz geformt. Vielen Dank, ihr Lieben, für diese tollen Eindrücke und Interviews in euren Kreativgruppen. Es war sehr schön und amüsant bei euch im Mehrgenerationenhaus. Ein super Angebot von einem tollen Team. Und ich mache mich jetzt weiter auf den Weg, denn im nächsten Beitrag sind wir zusammen mit vielen Flüchtlingsfamilien beim Superferienprogrammtag in Hütchenhausen. Freut euch!